Stürzt der Kontostand ins Minus, fallen Dispo-Zinsen an. Zinsen, die oft extrem hoch sind. Man denkt, Mensch, stehe ich jeden Morgen noch für die Zinsen der Bank auf oder ist es vielleicht nicht ganz rechtens? Das ist doch super, ich bin Banker, ich möchte Geld verdienen. So, dann mache ich meine Kalkulation auf und überlege mir, wie viel Geld kann ich da rausziehen. Die Leitzinsen sind auf Rekordtiefstand. Banken kommen billig wie nie an Geld. Doch warum reichen sie das billige Geld nicht weiter? Das ist kein Disput, das ist sehr, sehr rentabel für die Bank. Das hat mit einem normalen Disputzins nichts zu tun. Geldinstitute verdienen sich hier dumm und dämlich, weil ich auch finde, dass deren Aufwand auch innergeschäftlich sehr gering ist. Je flexibler die Zinssätze gestaltet sind, je zahlreicher die Buchungen, desto schwieriger wird es für die Kunden, das Zinsgeschäft ihrer Banken zu durchschauen. Ich hätte nie geglaubt, dass sowas überhaupt vorstellbar ist, dass da so viel falsch abgerechnet worden ist. Ob Geschäftsleute, Handwerker oder ganz normale Bankkunden, wer schnell Geld braucht, nutzt den Dispo-Kredit und kann dabei in die Zinsfalle tappen. Verdienen unsere Banken mit kleinen Zinstricks ein Vermögen? Ich habe von einer seltsamen Zinsgeschichte gehört, fahre nach München, will dort einen wohlhabenden Kaufmann aus einer alteingesessenen Münchner Familie treffen. Eine Familie, die jahrzehntelang mit Autos gehandelt hat. In seinem Büro zeigt mir Anton Reich alte Bilder. Sein Vater hatte im Nachkriegsmünchen das Autohaus begründet, die Firma erfolgreich ausgebaut. Ford. Das klang damals nach großer, weiter Welt. Heute ist von dem Geschäft mit 3 Autohäusern fast nichts mehr übrig. Anton Reich erging es wie vielen Autohändlern. Während das Reparatur- und Teilegeschäft gut lief, brachte ihn der Neuwageneinkauf immer wieder an den Rand der Existenz. Wir haben uns immer schwer getan, alle Ford-Händler haben sich immer schwer getan. Und dann kam noch als Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, die Geschichte mit den Banken, und die haben uns ausgenommen. Für den Neuwageneinkauf überzog Reich regelmäßig seine Konten und bekam dafür Dispozinsen berechnet. Diese Zinsen sollten stets an die Geldmarktpreise angepasst werden. Bei tausenden Kontobewegungen konnte Reich das zwar kaum prüfen, aber bald fragte er sich, ob seine Banken immer wieder falsch anpassten. Wir haben Kredite gehabt von 20 Millionen aufwärts für viele, viele Autos. Und der Zinssatz, zu dem die Banken ihr Geld einkaufen, der ist eigentlich permanent nach unten gegangen oder unten geblieben. Und das, was wir gezahlt haben, ist permanent irgendwie nach oben gegangen. Und dass da die Schere auseinandergeht, da brauche ich nicht studiert haben, um das zu erkennen. Die Banken ließen ihn mit seinen Beschwerden abperlen. Erst eine Prüfung seiner Konten bestätigte Reich, er hatte jahrelang zu hohe Dispozinsen bezahlt und dabei anscheinend ein Vermögen verloren. Ich mache die Fahrt, die auch Anton Reichs Kontounterlagen genommen haben, zu einem Zinsprüfer nach Berlin. Ich will wissen, ist der ehemalige Autohändler eine Riesenausnahme, einer, der einfach Pech gehabt hat? Oder gibt es sie tatsächlich, diese Zinsfalle der Banken? Ich treffe den Vorsitzenden des Bundesverbandes der Kreditsachverständigen und Kontenprüfer. Hallo, Herr Brendel. Ralf Brendel hat die Zinsbelastungen für Reichskonten nachgerechnet und bildlich dargestellt. Reichskreditzinsen, erklärt mir Brendel, hätten sich etwa im gleichen Abstand zu den Leitzinsen der Banken bewegen müssen. Aber das taten sie nicht. In der Grafik sehen wir, die schwarze Linie, das sind die Kosten für die Geldbeschaffung, die die Bank hatte. Und an der grünen Linie sehen wir die Zinssätze, die die Bank hätte abrechnen müssen. Das ist das Maximum dessen, was sie hätte berechnen dürfen, ja? So ist es. Und die blaue Linie zeigt, was die Bank tatsächlich abgerechnet hat. Sie sehen, das klafft immer mehr auseinander. Und all das, was über dieser Marge liegt, hier in diesem grünen Bereich, ist das, was zu viel abgerechnet worden ist. So ist es. Und das ist ja hier sehr, sehr viel. Das ist typisch, wenn der Zins nach oben geht,
ungefähr sekundengenau wird angepasst. Mhm. Wird nach oben angepasst. Sofort, sofort. Und dann, wenn es oben ist, ja, dann lässt man sich Zeit. Anton Reich in München war entsetzt, als ihm klar wurde, wie viele Zinsen ihm da laut Zinsprüfer zu viel berechnet worden waren. Wie viel das dann in Euro ist, dass dann Summen zwischen irgendwo 2 und 3 Millionen rauskommen, das war eine Entwicklung, quasi Unzucht mit Abhängigen, die man eigentlich nicht von einer Bank, wo doch das Vertrauensverhältnis sehr wichtig ist, erwartet. Anton Reich blieb am Ende nur die Schließung der Autohäuser. Damit beauftragte er Wolfgang Kottenberg. Auch mit den Banken sollte der Jurist Kottenberg verhandeln. Er forderte von ihnen den Großteil der Zinsen zurück. 2 der Großbanken haben sofort im gleichen Wortlaut abgelehnt. Die dritte, die Deutsche Bank, hat sich vergleichsbereit erklärt. Gefordert waren insgesamt 1,8 Millionen. Angeboten hat man uns 115.000 Euro. Und auch überwiesen. Über weitere Forderungen streiten Reich und die Deutsche Bank noch. Ein einziger Fall und gleich bei 3 verschiedenen Banken? 2 von ihnen hat Reich inzwischen verklagt. Ich bitte die Geldinstitute, die Commerzbank, die Deutsche Bank und die Hypovereinsbank um eine Stellungnahme. Doch keines der Geldhäuser will sich in einem Interview äußern. Schriftlich erfahre ich nur, Klagen wie die von Anton Reich seien extrem selten. Ich werde auf das Bankgeheimnis verwiesen und auch auf laufende Gerichtsverfahren. Zurück beim Zinsprüfer Brendel in Berlin. Seit fast 25 Jahren prüft Brendel Konten für Geschäftskunden, oft auch für Großunternehmen. Für ihn sind falsche Zinsberechnungen längst keine Überraschung mehr. Brendel erklärt mir, das sei bei seinen Kunden eher üblich. Bei wie vielen der Konten, die Sie hier prüfen, finden Sie falsche Zinsberechnungen, falsche Buchungen, die zulasten des Kunden gehen? Also, wenn wir 10 Kunden haben, dann finden wir bei mindestens 7 erhebliche Abrechnungsfehler. Mindestens bei 7 von 10. Und das geht meistens zulasten des Kunden oder verrechnet sich die Bank auch mal zu ihren eigenen Ungunsten? Sagen wir so, zu 96-98% zulasten des Kunden und ab und zu 1-2% passiert tatsächlich, dass die Bank sich selber auch mal beschädigt. Ich vereinbare mit dem Zinsprüfer Brendel einen Test. Ich will einen Handwerker suchen, dessen Konten er für mich prüfen soll. In Potsdam finde ich einen Dachdecker. Heiko Tschörner hat eine Firma mit Altschulden weitergeführt. Mit dem Kauf von Baumaterial hat er seinen Dispo bis auf 40.000 Euro ausgedehnt. Dann hat die Bank ihm einen Anschlusskredit verkauft. Was ist so der Kummer mit dem Kredit, den Sie haben? Also im Moment ist für uns die schwerste Last, die wir zu tragen haben, einfach eine Rückführung aus einem Dispo-Kredit, den ich mit einer ehemaligen GbR habe. Und ich da halt auch mit der Bank verhandelt habe, diesen Dispo-Kredit eben in ein Anschaffungsdarlehen umzuwandeln zum etwas günstigeren Zinssatz. Und da ist einfach kein Rankommen gewesen. Wir haben viel probiert. Für seinen alten Dispo zahlte der Dachdecker knapp 10% Zinsen. Für das neue Darlehen zur Tilgung der Dispo-Schuld nun sogar deutlich mehr. Es ist ja für die Banken nichts einfacher, als das günstig an Geld ranzukommen. Ne? Und wir kommen letztendlich nur durch unsere Arbeit an Geld ran. Wie verabredet, soll sich der Zinsprüfer Brendel die Konten des Dachdeckers angucken. Heiko Tschörner nimmt mich mit zu seiner Buchhalterin. Als die Bank von ihm den Dispo-Betrag von 40.000 Euro zurückforderte, setzte sie zugleich die Dispo-Zinsen extrem nach oben. In den Unterlagen stößt der Zinsprüfer rasch auf eine Zahl, die ihm seltsam vorkommt. Welchen Zinssatz entdecken Sie jetzt hier? 18,19%. Das ist ein Dispo. Nein, das ist kein Dispo. Das ist sehr, sehr rentabel für die Bank. Das hat mit einem normalen Dispozins nichts zu tun. Das heißt, die Bauchschmerzen, die hat Schörner, sind für Sie auf den ersten Blick nicht völlig unberechtigt? Nein, die sind berechtigt. Mhm. Wir können jetzt nur noch nicht sehen, wie viel insgesamt verkehrt ist. Aber es ist auf jeden Fall, sind verkehrte Buchungen vorhanden. Ja. Wenn ich Sie mal frage,
Ist das ein ganz normaler handwerklicher Kunde, den Sie haben? Also wir betreuen ja relativ viele Handwerker und kleine Unternehmen, die aus einer Person plus ein paar Angestellten bestehen. Und die haben ganz oft das Problem, dass sie über den Winter hinaus einfach kein Geld verdienen können. Das sind Dachdecker, Gartenlandschaftsbauer, also all diese Berufe, die draußen stattfinden, die haben halt einfach einen riesen Minus über den Winter und müssen den Dispo, damit müssen die arbeiten. Nach einer ersten raschen Sichtung gleich der erste Anhaltspunkt für eine falsche Berechnung. Die Kontenunterlagen des Dachdeckers gehen in die Zinsprüfung. Ich bin gespannt, will wissen, wie viel hat Heiko Tschörner für seinen 40.000 Euro Dispo und das sich anschließende Darlehen möglicherweise zu viel bezahlt. Bisher hat mir keine Bank eine Auskunft gegeben. Bei meinen Recherchen treffe ich einen ehemaligen leitenden Angestellten einer mittelgroßen Bank. Ich will wissen, ist das, was dem Dachdecker Tschörner passiert, eigentlich normal? Wie ist das in der Praxis? Wie ist das im Alltag? Ich hatte eine Kredit- und eine Konditionskompetenz und ich habe die Kondition bei meinen Kunden stellenweise angepasst, um a. den Kunden loszuwerden oder aber b. um mehr Ertrag aus dem Kunden zu ziehen. Das heißt, Sie haben sich den einzelnen Kunden angeguckt und haben gesagt, da setze ich den Zinssatz hoch oder ich lasse ihn eben oben. Genau. Und der Kunde, wie hat der reagiert? Na, manche Kunden haben natürlich diskutiert. Aber wenn ich, sagen wir, ein kleiner Gewerbetreibender bin und nicht dem Banker den Deckungsbeitrag bringe, dann habe ich die freie Wahl, mir eine andere Bank zu suchen. Aber das ist doch eigentlich widersprüchlich. Wir haben einen Zins, zu dem sich die Bank Geld besorgen kann, der liegt irgendwo bei 1%. Und Kontokorrent- bzw. Dispozinsen, die liegen bei 10, 12, 13, 14%. Und? Was ist da widersinnig? Das ist doch ganz normal. Das ist doch super. Ich bin Banker, ich möchte Geld verdienen. So, und dann mache ich meine Kalkulation auf und überlege mir, wie viel Geld kann ich da rausziehen? Und solange meine Kunden das mitmachen und nicht den Mund aufmachen, so lange funktioniert das Spiel doch auch. Das Spiel funktioniert. Denn wer so richtig tief in den roten Zahlen steckt, muss oft notgedrungen bei seiner alten Bank bleiben. Denn eine andere würde ihn kaum nehmen. Ich bin auf dem Weg ins westliche Münsterland, nahe der niederländischen Grenze. Die Tiere hier scheinen glücklich. Der Biobauer ist es nicht. Der Hof war überschuldet, als er vom Vater an den Sohn überging. Johannes Hillmann verkaufte immer mehr Land. Seine damals noch konventionelle Landwirtschaft brachte zu wenig. Er rutschte immer tiefer in Dispo- und Darlehenkredite hinein. Kurz bevor er aufgeben wollte, ließ er eine Zinsprüferin seine Konten durchsehen. Zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Gutachten gemacht haben, hatte die Bank einen Anspruch gegen uns von rund 140.000 Euro. Genau. Was schwierig ist die Zinsanpassung. Das kann ein Bankkunde nicht unbedingt nachvollziehen. Ja, da müsste er sich wirklich die Mühe machen, sein eigenes Konto so aufzulisten, wie ich das mache im Rechenprogramm, dass er dann wirklich Stück für Stück, Tag für Tag die Zinsen ausrechnet. Dann kommt er auf das gleiche Ergebnis, was ich ausgerechnet habe. Sie haben also eine Gegenforderung aufgemacht? Wir haben eine Gegenforderung. Ja, auf wie viel sind Sie gekommen? Ne, was ist da falsch abgerechnet worden? 158.660. Nach dieser Rechnung hätte Bauer Hillmann sogar noch Geld zurückbekommen. Gut 18.000 Euro. Er hat seine Banken verklagt. Sein Pech? Die Gerichte meinen, seine Ansprüche seien zumindest teilweise verjährt. Jetzt hofft er, dass er sich mit der Bank gütlich einigen kann. Denn die, so fürchtet Johannes Hillmann, könnte sonst am Ende sogar die Zwangsversteigerung seines Hofes betreiben. Es ist ein ungleicher Kampf. Die Entscheidungsträger auf der Gegenseite sind nicht persönlich betroffen, sondern handeln für ihr Institut oder für ihre Bank. Wir sind mit unserem kompletten Leben betroffen. Der Hof ist unser Leben, unsere Arbeit. Für uns hängt alles an diesem Projekt. Da sind sie kurz davor, sich aufzuhängen, sich umzubringen. Und das ist ein Gefühl von klein, von ausgeliefert, von machtlos. Alles, was Sie sich da vorstellen können, kommt da auf einen zu. Machtlose Kunden, skrupellose Banken. Wie weit gehen Geldhäuser, wenn Menschen ihren Dispo-Kredit irgendwann nicht mehr bedienen können? Das zeigt ein Fall in Berlin. Ich treffe eine ganz normale Bankkundin, eine Frau, die ein Girokonto hatte mit einem Allerwelts-Dispo.
Zur Deutschen Bank kam die Grafikerin Dagmar Fieting vor über 35 Jahren. Jahrzehntelang lief alles problemlos. Dann kam die Scheidung, weniger Einkommen, höhere Ausgaben. Als sie ihren voll ausgeschöpften Dispo-Kredit zusätzlich um 180 Euro überzog, setzte ihr die Bank eine 14-tägige Frist zur Rückzahlung. Da fühlt man sich wie ein Mensch zweiter Klasse irgendwie. Ne? Man ist jahrzehntelang bei einer Bank, fühlt sich eigentlich gut aufgehoben. Und dann kommt solche Anrufe. Ne? Da fühlt man sich minderwertig. Was sie nicht ahnte, das Geschäft, auf das sie sich jetzt einließ, brachte sie erst richtig in Schwierigkeiten. Der Dispo ging in einen Ratenkredit von 6.000 Euro über. Davon wurde auch gleich eine über 1.000 Euro teure Kreditversicherung finanziert. Das ärgerte Dagmar Fieting. Es gelingt ihr, die Schulden zu bezahlen und zu kündigen. Doch jetzt fordert die Bank noch 800 Euro Zinsen nach. Frau Fieting zahlt nicht. Die Bank übergibt die Forderung an ein Inkassobüro und meldet nicht etwa die 800-Euro-Forderung, sondern die ursprüngliche Kreditsumme der Schufa. Ich bleibe mit den vollen 6.000 Euro eingetragen in der Schufa. Und Sie werden weiter von dem Inkassodienst? Ich werde weiterhin vom Inkasso belästigt. Jedes Jahr einmal. Da kann ich schon drauf warten. Ich bitte Dagmar Fieting, ihre Unterlagen mitnehmen zu dürfen. Ich möchte wissen, was bei der Zinsberechnung möglicherweise schiefgelaufen ist. Auf meine Anfrage bleibt die Deutsche Bank bei ihrer Haltung. Ihre Zinsberechnung sei korrekt gewesen. Die Weitergabe ihrer Forderung an ein Inkassobüro üblich. Ich muss bis nach Bremen fahren, um einen Verbraucherschützer zu finden, der die Zinsnachforderungen der Deutschen Bank an Frau Fieting nachrechnen will. Einer von zwei Verbraucherschützern in ganz Deutschland, die das überhaupt noch tun. Die meisten Verbraucherzentralen können sich diesen Service nicht mehr leisten. Ich habe Hartmut Schwarz, die Kontounterlagen von Dagmar Fieting und die Zinsaufstellung der Deutschen Bank vorab geschickt. Die Forderung, die zum Schluss hier rausgekommen ist und an das Inkassobüro weitergegeben worden ist, in Ordnung oder ist die Forderung der Bank zu hoch? Die Forderung ist völlig falsch, weil hier fordert die Deutsche Bank noch einen Betrag in Höhe von 800 Euro. Ja, wenn man das richtig rechnet, also inklusive Verzinsung mit allem, was dazugehört, entsteht eigentlich ein Anspruch, den Frau Fieting gegenüber der Deutschen Bank hat, in Höhe von 1.000 Euro. Also das sind schon mal... Ne? Summa summarum 1.800 Euro Differenz, wenn man das hier so nehmen will. Rechenfehler bei der Zinsabrechnung passieren häufig, so Hartmut Schwarz. Und viele der Kunden, die in seine Beratung kommen, seien durch Inkassoschreiben verunsichert. Etwas, was wir sehr häufig feststellen müssen, dass solche Forderungen schnell an Inkassobüros abgetreten werden. Und die Bank selber hat sich jetzt eben damit so quasi aus der Schusslinie genommen. Das ist also eine Art Zinsfalle? Ja, systematisch kann man so sagen. Wirklich systematisch, weil die Banken sich eben immer wieder so verhalten auch. Dann schreiben wir der Bank, konfrontieren sie mit dieser falschen Berechnungsweise, dann entschuldigen sie sich möglicherweise und sagen, oh, da ist uns ein Fehler unterlaufen. Und korrigieren das in dem einen Fall, aber eben nur bei denen, die sich wehren. Alle anderen, die es akzeptieren und schlucken, die fallen in der Masse nicht auf. Da werden die Zinsen genauso falsch abgerechnet. Genauso falsch angerechnet wie bisher. Das heißt, Frau Fieting muss noch rechtlich dagegen vorgehen, weil sie sonst aus der Situation gar nicht rauskommt. So nicht rauskommt, richtig. Genauso schlimm ist das. Ohne Klage wird Dagmar Fieting ihren Schufa-Eintrag nicht los. Ihr bleibt nur der Gang zum Gericht. So ergeht es vielen, sagt Verbraucherschützer Schwarz. Ich schreibe an die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Will wissen, was sie als Kontrollbehörde dagegen tut. In der Antwort heißt es, der BaFin legen derzeit keine Anhaltspunkte vor, die auf eine systematische Falschabrechnung für Zinsen für Dispositions- bzw. Kontokorrentkredite hindeuten. Darüber hinaus nimmt die BaFin bei Beschwerden üblicherweise keine rechnerische Kontrolle einzelner Abrechnungen vor. Der Dispo-Kredit. Die große Freiheit. Ich hatte nie einen Dispo-Kredit, aber jetzt interessiert es mich doch, wie hoch meine Dispo-Zinsen wären. Ich habe zwei Konten. Eines bei der deutschen Banktochter Postbank, das andere bei der GLS-Bank.
Der Dispozins liegt bei der GLS Bank bei 7,31 plus Leitzins, macht 7,531%. Bei der Postbank würden mir dagegen 12,3% berechnet. Warum sind die Zinssätze eigentlich so unterschiedlich hoch? Egal, ob ein Kunde seinen Dispozins vertraglich festlegt oder nicht, die Banken müssen bei jeder Änderung ihrer Dispositionszinsen einen Referenzzins angeben, zu dem sie sich selbst Geld einkaufen. Das sind die zurzeit extrem günstigen Leitzinsen von unter 1%. Beim Bankenverband will ich erfahren, warum Dispozinsen, wie in meinem Fall, trotzdem so unterschiedlich teuer sein können. Ich habe jetzt zwei Konten, eins bei der GLS Bank und ein Konto bei der Postbank. Und da ist der Dispozins bei der Postbank fast doppelt so hoch wie bei der GLS Bank. Wie kommt das zustande? Das hängt von der jeweiligen Bank an, wie die sich geschäftspolitisch entscheidet, wie sie den Dispozins bepreist. Der Dispo ist teuer, weil er flexibel ist, weil er jederzeit in Anspruch genommen werden kann und weil... Das ist aber für die Bank ist es doch ein einfaches zu sehen, da wird ein Dispo-Kredit in Anspruch genommen. Also leihe ich mir am Geldmarkt Geld. Das kriege ich ja für wahnsinnig wenig. Kann es wahnsinnig hoch weiterverleihen. Das ist doch eigentlich ein gutes Geschäft. Ja, so funktioniert das Bankgeschäft ja nicht. Der Punkt an der Geschichte ist, dass man das nicht 1:1 gleichsetzen kann. Wie funktioniert dann also das Bankgeschäft? Haben die extrem günstigen Leitzinsen wirklich nichts mit der Höhe der Dispo-Kredite zu tun? Das will ich genauer wissen. Bei der Volks- und Raiffeisenbank Uckermark-Randow empfangen mich die beiden Vorstände. Sie sind bereit, das Geheimnis zu lüften und mir zu erklären, wie ihr eigener Zinssatz kalkuliert wird. Einlagen unserer Kunden von. Das günstigste Dispo-Angebot bundesweit, erfahre ich, gibt es hier. Es liegt bei 4,23%. Zieht man den Marktzins für die Geldbeschaffung ab, bleiben noch 4% für die Bank über. Von den 4%, sagen mir die beiden Vorstände, bezahlen sie Bearbeitungskosten, Risikoprämien und Einlagen. Und trotzdem bleibt ihnen nach ihrer Rechnung noch etwas über. Letzten Endes bleibt, und da sind wir nicht unbescheiden, auch ein kleiner Gewinnanteil. Wie hoch ungefähr prozentual bleibt es denn noch? Da bleibt zumindest genügend, sodass wir auch damit morgen noch gut leben können. Letztendlich ist es eine geschäftspolitische Entscheidung. Wir sind eine Genossenschaftsbank und unser Auftrag ist die Förderung der Mitglieder. Das heißt, hier kalkuliert man den Dispo eben extrem günstig. Die Geschäftspolitik manch anderer Banken bedeutet für die Kunden dagegen höhere bis extrem hohe Aufschläge. In Deutschland beginnt das Dispo-Zinsniveau derzeit bei 4,2%. Der Schnitt der Banken liegt bei etwa 10%. Die Spitzenwerte reichen bis zu über 14%. Dazu kommen extra Aufschläge für die geduldete Überziehung beim Überschreiten des Dispo-Limits. Eine Umfrage kam im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz im letzten Jahr zu dem Schluss, die Mehrzahl der Deutschen hält die Dispo-Zinsgestaltung für völlig undurchsichtig. Und dass die Dispo-Zinsen unangemessen hoch seien, das meinen sogar 80%. Im Bundestag treffe ich Elvira Dobrinski-Weiß von der SPD. Sie will in der kommenden Regierung die Dispo-Zinsen auf maximal 8% über dem Leitzins deckeln. Denn seit 2008 seien diese Leitzinsen drastisch gesunken, die Gewinne der Banken aber extrem gestiegen. Jeder Prozentpunkt über dem Leitzins spülte bei Dispo-Krediten jährlich rund 400 Millionen Euro in die Kassen der Banken. Wenn ich weiß, dass sich die Banken das Geld für 0,5% leihen, habe ich kein Verständnis dafür, dass ich zum Teil bis zu 16% Überziehungszinsen zahlen soll. Das ist niemandem mehr zu vermitteln. Und das halte ich dann auch in vielen Fällen durchaus dann für berechtigt, mal die Frage nach der Sittenwidrigkeit eines solchen Verhaltens auch zu fragen. Und ich sage es mal etwas salopp formuliert, Geldinstitute verdienen sich hier dumm und dämlich, weil ich auch finde, dass deren Aufwand auch innergeschäftlich sehr gering ist. Bislang sind alle Versuche, die Dispozinsen gesetzlich zu begrenzen, gescheitert. Die Zinsprüfung von Heiko Tschörner ist fertig.
Ich besuche den Dachdecker auf einer seiner Baustellen, gemeinsam mit dem Zinsprüfer Hans Brendel. Der hat mit einem Gutachten die Zinsberechnungen von Tschörners Dispo-Kredit und seinem Darlehen durchleuchtet. Moin, moin. Sein Fazit: Vor der Umschuldung des Dispo in einen Ratenkredit hat die Bank die Dispo-Zinsen für den Dachdecker noch einmal stark angezogen. Am Ende zahlte der Dachdecker über 4 Monate lang für seinen Dispo statt der ursprünglich vereinbarten knapp 10% über 18% Zinsen. Also das bedeutet, nach Abzug der Bank zustehenden Zinsen haben Sie 1.702,96 € zu viel bezahlt. Hm. Nur in den 4 Monaten. Auch bei seinem anschließenden Darlehen liegt die Zinsbelastung mehr als 9% über dem, was die Bundesbank derzeit als durchschnittlichen Darlehenszins angibt. Bei der Rückführungsvereinbarung, wenn man die ganze Laufzeit rechnet, dann ist es so, dass Sie insgesamt 9.991,96 € mehr zahlen als der Vergleichszins. So viel? So viel. Fast 10.000 Euro? Für 40.000 Kredit. Zu viel. Uiuiui. Das ist eine Menge Geld. Ja. Das müssen wir erstmal verdienen, also so ein Geld. Das ist eigentlich schier unmöglich. Ja. Also hier stellt sich schon die Frage, wie weit diese Kreditgestaltung sittenwidrig ist. Das müsste nochmal geprüft werden. Das ist ja Wahnsinn. Die Commerzbank äußert sich nur allgemein, sieht sich weiterhin im Recht. Heiko Tschörner will mit dem Gutachten des Zinsprüfers nochmal neu mit seiner Bank verhandeln. Zurück im Münsterland, auf dem Hof von Bauer Hillmann. Der will nach Jahren zehrenden Rechtsstreits raus aus der Zinsfalle, will den Spieß umdrehen, will faire Zinsen für sich und andere und hat dafür einen kühnen Plan. Die Gründung einer eigenen Bank. Die konservative Bank. Mhm. Ja, wir wollen wieder zu einem redlichen, ehrlichen, fairen Umgang mit dem Kunden, der uns aus unserer Sicht verloren gegangen scheint. Mhm. Da wollen wir wieder hin, zu einer gewissen Einfachheit, zu einer gewissen Solidität und Überschaubarkeit, transparent. Alles ideelle Ziele, die wir versuchen, in diesem Projekt DicoBar oder DicoBank umzusetzen. Das Ziel ist real, aber wir sind noch nicht am Ziel. Nächstes Jahr will Hillmann mit einer Handvoll Finanzexperten die Bankzulassung beantragen. Die 5 Millionen Euro Einlage sollen über Kleinstanteile von 200 Euro zusammenkommen. Wenn die Finanzierung stimmt, will er auch seine eigene Biolandwirtschaft ausbauen. Denn einfach nur stillsitzen, das fällt ihm sichtlich schwer. Nee. Sagen Sie mal, was ist denn jetzt Ihr Traum? Bauer oder Bankdirektor? Ich wollte in meinem Leben nie etwas anderes sein wie Bauer. Das ist vielleicht Zufall gewesen. Ich bin hier geboren worden als der, der es weitermachen sollte. Aber ich bin auch der, der es weitermachen wollte. Ein Leben ohne überzogene Zinsbelastung, das wünschen sich, wie Hillmann, viele. Die meisten ahnen nicht, wie viel auch ihre Banken dazu beitragen könnten. Einfach nur mit fairen Zinsen. Die Logik vieler Banken aber scheint genau umgekehrt. Wer tief ins Minus rutscht, der wird zusätzlich belastet, um auch dann noch möglichst viel aus ihm herauszuholen.